Nee, so können wir das nicht machen. Doch, das geht. Okay. Oh mein Gott, ist das süß! Weniger am Arsch. Versprecht euch, beim nächsten Mal machen wir auch was mit Rattengift. So, dieses Brot. Rattengift ist auch immer sehr gut. Für Ratten. So, einfach ein bisschen saftiger, ein bisschen frischer. Aber wir haben es nicht vorbereitet. Wir haben es nicht vorbereitet, nein. Ich schneide mal derweil die Paprika klein. Was wir halt machen ist, ein Brot, das tun wir, würfeln. Aber nicht bis zum Boden, ja? Und dann schieben wir den Käse und den Schinken dazwischen. Und dann kommt das auch ein paar Minuten in den Ofen. Was? Ein paar Minuten in den Ofen. Dann so. Olli! So. Und wenn es ein paar Minuten im Ofen war, dann ist es mit dem Käse und mit dem Schinken und der Zwiebel sehr gut verschmolzen und schmeckt super. Ich schneide es jetzt in Würfel. Oben. Unten nicht, soll ja zusammenhalten. Das ist ein renommiertes Brotschneidebrot. Nein! Messer? Nimm dir ein anständiges Brotmesser. Deswegen habe ich auch das anständige Brotmesser genommen. Gut! So, die Paprika, die spülen wir innen ein bisschen aus, damit die lästigen Kerne raus sind. Bist du immer noch an der Paprika? Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich die mache. Die ist ja eigentlich für den Salat. Was essen wir für einen Salat zu dem Brot? Einen leichten Salat. Einen leichten Salat? Wir machen einen leichten Salat nachher. Aber darf nicht zu schwer sein. Das soll ja nur als Beilage dienen. Ein leichter Salat zu dem Brot ist ja sehr Multiplizität. Die Paprika, die lege ich jetzt immer beiseite. Die ist später für den Salat. Was wir fürs Brot noch brauchen, sind diese kleinen Pilze. 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 Ich liebe es ja, Brot zu schneiden. Ich finde, es gibt nichts Besseres, als Brot zu schneiden. So. Was? Normalerweise würde ich die jetzt bürsten, habe ich keinen Bock drauf. Was? Da ist noch Erde dran. Da Erde? Ist kein Bock drauf. Erde? Ja, Erde. Ach, Eddie. Dann mach die Erde runter. Mach ich ja. Sehr gut. Mit dir zu kochen ist echt eine Wonne! Ich weiß, mit dir auch! Danke! Ich immer wieder gerne! Super! Das machst du schön! Dankeschön! Bitteschön! Weiter! Hast du Kekse gesagt? Ich mag Kekse! Kekse habe ich leider nicht! Nächstes Mal backen wir Kekse! So! 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 Wie? So! So! Alles klar! So, ich dieses Brot, pass auf, mal. Dieses Brot ist auch eine Leibspeise ohne unter Sattelschlepperfahrer. Sattelschlepperfahrer? Ja. So, so. Das Brot ist jetzt wie eine Ziehharmonika. Das ist aber falsch. Wir müssen sehen, das ist jetzt falsch. Wir brauchen Würfel, nicht nur angeschnittene Scheiben. Ich koste mal, das Brot ist ein gutes Brot. Das ist ein Krustenbauernbrot. Hast du gerade ein Stück von dem Brot gegessen? Ja. Biochemiker. Schmeckt sehr gut. Na, sehr, sehr gut. Traktorfahrer. Vermeintliche Koch hier neben mir. Mich abgelenkt hat. Seht ihr, wie es zu würfeln wird? Es wird zu würfeln. Was ist der Plural von Würfel? Würfels. Würfelsne. Würfelsne. Genau. So. So, das ist auch schön gewürfelt. Das kann man so gerade so nehmen, wie es ist. Ich guck mal rein. Ja, das tut sich noch nicht. Das ist jetzt gewürfelt.
Da sieht man, hat man ziemlich viel Platz in beide Richtungen zwischen den Würfeln. Ganz einfach und nicht anders. So muss es aussehen, wenn ihr es geschnitten habt. So. Nicht lang, nicht quer, sondern lang und quer.